liebe Mamis und Papis oder all diejenigen, die es interessiert. Genau. Willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich, wie man Babys mit einer Babytrage trägt. Und zwar eine europäische, unter Anführungszeichen. Das letzte Video war ja dieses Tragetuch Tanga aus dem Backstoff. Oh, man beachte das Schminkzeug. Wir hatten heute einfach zwei in der Arbeit und dann habe ich mich geschminkt und hier alles liegen gelassen. Genau, das ist die Trage. Die ist von Krokadi, wenn ich es richtig ausspreche. So eine Stofftrage. Hier ist ein Sonnensegel. Das kann man dann oben zuklipsen und das Kind dann vor der Sonne schützen. Ich habe eine zweite, eine blaue von Ergo Baby. Aber die habe ich gerade nicht hier. Die ist eigentlich genau das gleiche. Nur ist hier. Hier kann man da mit dem Klettverschluss die Größe verändern. Aber bei der von Ergo Baby gibt es so drei Stufen, wo du es hin kletten kannst. Und drei Farben, rot, gelb und blau. Und da sind halt die Gewichtsstufen. Und je nachdem, wie viel Gewicht dein Kind hat, da sollst du es hin tun. Genau wie bei der afrikanischen Trage ist es ganz wichtig, dass eben diese Anhob- und Spreizhaltung gegeben ist. Also dass die Füße nicht hinunterbaumeln, sondern wirklich angewinkelt schön sitzen. Und genau, das macht auch eine gute Trage aus. Also eine gute Trage. Wir hatten eine von, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Filkit oder Filekit, ich weiß nicht, wie das heißt. Sie machen super Betten, aber diese Trage war eine Zumutung, also die war ergonomisch wirklich nicht super. Ja, das ist die Trage. Alle, oder zumindest die von Ergo Baby und Krokadi, haben so ein Dingens, Verschluss. Und das Gute ist, man kann es nicht einfach so aufmachen, sondern man hat hier diesen Zwischenknopf. Duck. Genau. Also so sieht das aus. Genau, man kann das Baby dann auf vorne tragen oder auf dem Rücken, wie man möchte. Nicht erschrecken. Das ist die Puppe. Die hat meine Mama von einem Arbeitskollegen bekommen für unser Baby. Damals war sie noch ein Baby, jetzt ist sie ein Kleinkind. Ja, das, ich finde sie ein bisschen gruselig. So gruselig, dass ich mich nicht getraut habe, sie wegzutun. Deswegen hat sie auch Kleidung von unserem Baby an, das ist schon so klein ist. Das ist ihre Lieblingspuppe, die ist ein bisschen kleiner und die ist einem Baby ähnlicher, realistischer. Genau, so hat man das dann, das Baby. Und eben die Füßchen so, dann die Trage. Natürlich ist das jetzt ein bisschen klein, das Baby. Oh yes. Genau, und das ist wichtig, dass die Beinchen nicht irgendwie so runterhängen, sondern wirklich so. Das ist das Beste, ergonomisch optimal. Genau, da haben wir diesen Sonnensegel, den könnten wir hier so zumachen und man könnte das Baby auch in der Trage stillen. Kann man es einfach lockern und ja, das Baby so stillen. Genau. So sieht es von vorne aus. Das Baby wäre dann so, der Kopf wäre gestützt. Genau, verkehrt. Dreht man die Trage einfach um. Und natürlich am Anfang lässt man sich das Baby vielleicht draufsetzen. Und ja, aber mit der Zeit kann man das dann schon so. Natürlich der Kopf schaut nach links oder rechts, damit das Baby gut atmen kann. Und ja. Das ist jetzt ein bisschen verkehrt irgendwie. Keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe. Ups. Oh je, das passiert im echten Leben natürlich nicht. Genau, das war die Puppe. Und wenn man es vorne, also das Baby im Rücken halt trägt, macht man es hier zu. Und ja, wie so ein Rucksack und das wäre halt dann hinten drin. Wie gesagt, die von Ergo Baby schaut, also gleiches Prinzip, nur sind die Klettverschlüsse anders, so wie man es verstellt.
Und sonst, ja, und das Material ist halt ein anderes. Ja, also das ist die europäische Variante, sag ich mal. Und kann ich wirklich empfehlen. Die war ein bisschen heller, aber letztes Jahr, als wir in Senegal waren, habe ich die mitgenommen und im Flusswasser gewaschen. Und ja, das war ziemlich braun. Deswegen sieht es jetzt so aus. Ich hoffe, das Video konnte den einen oder anderen helfen. Und bei Tragen kann ich wirklich sagen, lieber, ja, ich sitze nicht drauf, muss da drücken, lieber Geld investieren, weil einfach, ja, vor allem am Anfang, wenn sie so klein sind, manche Babys brauchen es einfach. Ja, es ist einfach wichtig, in eine gute Trage zu investieren, weil das zum Wohl vom Kind ist. Genau, nicht gegen den Klumper zu kaufen. Ja, das war's auch schon von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.